Bei mir die Bewegung endet hier oben. Normalerweise soll sie hier enden, in der Mitte. Bei mir endet sie hier. Und dann zurückzukommen für den nächsten Schlag, für Vorhand zum Beispiel, ist sehr, sehr schwierig. Die Bewegung sollte man eigentlich nie drin haben als Tischtennisspieler. Aber ist normal, wenn man hier endet, kann man nicht hier zurückkommen. Das Ideale wäre, wenn man Rückhandtausend bis hier spielt und dann Vorhandtausend. Aber dann kriegt man keine Geschwindigkeit rein. Der Ball fliegt natürlich sehr, sehr schnell, mit 200 Stundenkilometer fast bei der Rückhand. Und deshalb bevorzuge ich immer die Diagonale. Wäre natürlich besser, wenn er ab und zu auch mal in die Mitte oder parallel kommen würde. Aber ist natürlich umso schwieriger. Und es würde mich noch ein bisschen gefährlicher machen, aber es ist unglaublich schwierig.